sage immer gerne, das war eigentlich ein kleiner Fehler, Mistake quasi sozusagen, weil es nie geplant war, eigentlich Deutschlands größtes Designfestival zu werden. Mein Name ist Jörg Suhrmann, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von DMY Berlin. DMY Berlin führt das internationale Designfestival in Berlin durch. Das ist einer unserer Projekte. Wir sind aber auch Ausrichter des Designpreises der Bundesrepublik Deutschland und promoten Berliner Design weltweit. Wir gehen jetzt kurz ins Produktionsbüro, holen meine Sachen ab und dann fahren wir zum Hongkonger Trade Center. Mein kleiner Schreibtisch. Ich bin jeden Tag immer so ab 9 unterwegs bis abends um 12. Und mein Tag besteht eigentlich die ganze Zeit dadurch, irgendwelche Meetings zu machen, Lectures zu machen, Interviews zu geben. Jetzt ist es natürlich sehr geballt zum Festival alles. Klärt es halt irgendwie, wir müssen halt gucken, dass wir da gemeinsam mit dem wir jetzt besprechen, wie das heute Abend abläuft. Ich bin um 5, halb 6 spätestens wieder hier. Tschüss. Die Leute lachen immer darüber, dass der Chef immer Promotion bei sich hat, aber ich weiß nicht, das ist halt mein Projekt, mein Baby und warum soll ich dafür keine Werbung machen? Ich bin Mitte der 90er nach Berlin gekommen und habe hier als Grafik- und Webdesigner gearbeitet. Zu der Zeit, und das hat sich leider auch noch nicht wirklich geändert, gibt es halt sehr viele Kreative, aber wenig Auftraggeber. Und ich habe damals 20 Leute in mein privates Atelier eingeladen und gesagt, pass auf, lass uns tagsüber unsere Projekte zeigen, abends machen wir ein paar Workshops und nachts halt eine Party. Und dieses Format kam dann so gut an, dass ich jetzt heute nach 11 Jahren quasi einen alten Flughafen miete. Und es sind, ich glaube, in diesem Jahr über 500 internationale Designer aus 40 Nationen. Die meisten Tätigkeiten oder das meiste, was wir halt machen, ist Kommunikation. Es ist halt Kommunikationsleistung. Also 90% meiner Arbeiten sind Excel-Tabellen und E-Mails schreiben. Das ist wahrscheinlich hier. Das Außenministerium schon, ja. Das muss jetzt, er sagt okay. Ja auch, das befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Ansonsten habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich sehr viel Spaß macht, mich mit Design zu beschäftigen, ohne mit dem Zwang quasi selber gestalten zu müssen. Ich kann ja den Schritt zurück zum selber gestalten, den kann ich ja immer wieder tun, wenn ich das möchte. Aber das Wissen, was ich mir jetzt über die Jahre durch die Tausenden von Designern, die sich bei uns beworben habe und auch international ich gesehen habe, dieses Wissen ist natürlich einzigartig und das ist natürlich auch ein hoher Wert und auch ein Inspirationswert. Und insofern vermisse ich es nicht wirklich. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch auf meine Projektleiter, die dann die ganzen Designer kennenlernen und mit denen sprechen. Parkplatz haben wir gefunden. Wir sind leider ein bisschen spät, aber ich hoffe, das ist alles noch im akzeptablen Bereich. Und ich glaube, hier haben wir schon Kontrolle. Leider war das mit der Drehgenehmigung nicht ganz so einfach, so spontan. Ich war jetzt gerade bei den Asia-Pazifik-Wochen. Das ist organisiert über das Auswärtige Amt. Männern in schwarzen Anzügen und einen Eichenraum kann man sich vielleicht auch noch so ganz gut vorstellen. Da muss man natürlich sehr genau überlegen, was sagt man und wie sagt man das, weil es sehr offiziell war mit Auswärtigem Amt und so und Politiker. Aber eigentlich mag ich genau diese Spannung. Das ist so ein bisschen, also lieber mit dem in der Höhle des Löwens agieren, als vor dem Löwen wegrennen. Alles klar. Ich habe so tolle Security, ich muss jedes Mal Angst haben, dass ich selber auf mein Festival komme. Dachchen! Wieso, was macht er denn? Ja, weil er nicht auf der Liste steht, kein Bändchen hat, nicht akkreditiert ist. Wer ist denn das? Springt das Auto nicht mehr an. Frau Böhme! Sonst alles gut? Ich freue mich, es wird gute Stimmung. Ja. Das war meine Chief Financial Frau. Und wenn sie strahlend jetzt gerade auf einer Bank liegt, ich glaube, dann läuft es für uns gerade ganz gut. Wir gehen jetzt zusammen zur Jury-Sitzung.
Wir werden jetzt final die Gewinner des DMY Awards festlegen. Schlechtes Design ist nach wie vor, was nicht funktioniert oder was dein Leben komplizierter statt einfacher macht. Aber dieses Runterreduzieren auf Form und Funktion, was eigentlich die Designdefinition vor 30 Jahren war, die ist komplett überholt. Neue Materialien spielen eine große Rolle in den letzten Jahren durch die Ressourcenknappheit, also Thema Umweltschonung, dieses Individuelle, die verschiedenen Herangehensweisen, die Produktionsmöglichkeiten, 3D-Printer, diese neuen Sachen, die schaffen natürlich auch neue Gestaltungsfacetten, mit denen dann auch die Gestalter arbeiten und das verändert dann auch wiederum die Gestaltung. I hope you have now a great time together. Enjoy the evening. Thank you to everybody and have a nice evening. Thank you. So, der letzte Tagesprogrammpunkt ist vorbei. Wir haben gerade den Award verliehen. Jetzt geht es für mich noch weiter in die Nacht. Insofern bedanke ich mich bei Enter Berlin. Subscribe this channel and see you soon. Bye bye.